Katze, ey, guten Tag, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir fahren heute im Kreis, ey. Kai Hases, Praktikas Lieblingsdisziplin. Willkommen beim Flatboard. Wir sind heute in Wolfslake. Gestern war Training, aber heute ist Race Day, heute ist Samstag. Und heute sind wir beim Crowd Race. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Klassen. Dazu kommen wir später nochmal. Und jetzt gucken wir uns erstmal das Fahrerlager an. Und ein paar Mopeds, ein paar alte Dinger. Also, viel Spaß beim Video. Nah beim Pommes. Na? Für mich ist es, glaube ich, der Ursprung vom Rennfahren auf Motorrad. Ja? Irgendwelche Leute haben Motorrad zusammengestellt oder zusammengebaut und dachten sich, hey, lass mal einen Wettbewerb machen, lass mal hier um den Kreis fahren. Und ja, oder? Ja, das war geil. Und irgendwann war irgendein Dulli dabei, der meinte, hey, ich will jetzt Rechtskurven fahren und ich will jetzt mal einen Sprung haben. Und dann ist ein Motocross entstanden, glaube ich. Ja. Und ich glaube, das ist der Ursprung vom Sport, möchte ich mal behaupten. Aus der Linkskurve zur Rechtskurve. Vielleicht sind auch irgendwelche Dödels durch den Wald geballert und dachten, wir machen jetzt ein Rennen raus. Vielleicht ist das Ganze vom Enduro entstanden. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist so. Und deswegen gibt es ja hier auch so viele Klassen mit Vintage, Real Deal und so. Ich glaube, das ist so der Ursprung vom Rennfahren auf Motorrad. Die simpelste Strecke, einmal im Kreis, macht richtig Laune. Schmeckt's? Danke, ja. Komm, wir suchen mal einen Chef und interviewen den. Letztes Jahr habe ich den Martin schon interviewt und Martin war ja beim letzten Video, beim Freestyle-Video in Berlin schon am Start. Jetzt haben wir einen neuen Moderator hier neben mir. Jetzt haben wir einen Erfinder und der Crowd Race. Ja, genau. Erzähl mal, was Crowd Race ist und was man hier machen kann. Crowd Race haben wir 2019 haben wir das begonnen, da war das erste dann in Dübenbergen. Das war so die erste Pilotveranstaltung und wie der Name schon sagt, ist das eine Mischung aus der deutschen Crowd. Die Crowd und den deutschen Crowds. Also wir wollen eigentlich so eine Flat-Track-Sendung-Serie machen für alle, die Lust haben, fahren. Also von Einsteiger bis Profis, wie du beispielsweise. Ich bin Profi. Ja, also du bist zumindest in der Klasse gelistet. Das werden wir sehen. Nee, aber das ist so eine Mischung aus. Das ist für die German Crowd sozusagen, dass jeder hier willkommen ist und fahren kann mit Anfängsmotorrädern, mit Enduros, mit geringen Einstiegshürden. Was habt ihr für Klassen? Also wie macht ihr die Einteilung? Wir haben 10 Klassen. 10? 10 Klassen, genau. Ja, jede Menge Holz. Beginnt von Oldtimer ab Baujahr, die ältesten sind so Baujahr 45, 48, so alte Halle, FLAs und so weiter, WLAs. Und dann geht es aber weiter. Wir haben Leistungsklassen dann eben auch, wo die Profis, Amateure, Thunderbike-Klasse und so weiter. Newbies sind, glaube ich, gerade gefahren. Newbies, das ist unsere Einsteigerklasse. Da darf auch jeder mitfahren, der jetzt nicht 19 Zoll Räder mit Flat-Track-Profil drauf hat. Okay. Was bei den anderen Klassen obligatorisch ist. Ja. Chancengleichheit und so weiter. Aber die Newbie-Klasse, da dürfen Einsteiger mit Enduros beispielsweise mit allem fahren. Hauptsache, sie kleben die Spiegel ab oder machen sie am besten noch ganz weg und keine Stollenreifen drauf. Das ist wichtig. Also nur flache Reifen sozusagen. Was gibt es sonst jetzt in den höheren Klassen, was gibt es sonst für Regeln, was man am Motorrad verändern muss, wenn man jetzt zum Beispiel mit Motocross-Motorrad ankommt? Einzige ist, die Vorderbremse wegbauen. Ja. Hört sich blöd an, ist aber so. Es fährt jeder ohne Vorderbremse. Insofern ist es halb so wild, weil keiner bremsen kann. Aber ein Notaus, also eine Reißleine ist noch wichtig, dass falls man abfliegt, dass der Motor ausgeht und nichts passiert. Und ein Kettenschutz hinten noch dran, dass sich die Ketten
Haifischflosse nennen wir das, dass sich nichts unter der Kette. Nichts ins Kettenrad und Schwingschleifer. Genau, so ein Schwingschleifer. Also, und 19 Zoll Vorderrad. Und 19 Zoll Vorderrad, genau. Ja, 19 genau. Zoll Vorderrad auch hinten, auch 19 Zoll. Genau, das sind so die technischen Vorgaben. Aber ansonsten, wann wird es verlassen? Hast du noch Fragen? Nee, aber ich finde das beeindruckend. Ich würde gerne. Ja, okay, geil. Danke dir. Habt ihr dieses Jahr noch Rennen oder wann findet das nächste Rennen statt? Wir hätten eigentlich noch eins in Tschechien gehabt, im Marienbad, das müssen wir leider absagen. Aber wir sind noch dran. Wir haben noch ein paar Angebote bekommen von anderen Bahnen in Deutschland, wo wir versuchen, entweder Ende September, Anfang Oktober noch ein Ersatzrennen. Geil. Aber ist noch nicht sicher, ist noch nicht angetütet, aber wir sind dran. Also, danke dir, danke für die Serie. Danke. Mir macht's richtig danke Spaß. Danke fürs Kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und kommt zum Mitfahren. Das ist alles, nimm's nicht so wild. Nur links im Kreis rumfahren, das ist nicht so schlimm. Geil. Perfekt. Super. Dankeschön. Ne? Zum neuen Praktikal Food Vlogger Vlog. Ah, ja. Ist das interessant? Ja. Ja. Okay. Was gibt's? Vorhand am Telefon. Ja. Tschüss, Mutti. Mutti und Mini kommen. Ah, nee. Ja. Ausladen, ja? Ausladen. Dreiviertel Stunde noch, dann beginnen die Rennen. Abnahme. Abnahme muss auch noch gemacht werden. Ja. Ziemlich entspannt, hä? Vormittags jetzt eine, oder waren jetzt vier oder fünf Klassen, waren glaube ich. Nachmittags sind nochmal fünf Klassen oder so. Haben wir vormittags zugeschaut hier. Ich finde es so herrlich. Ganz entspannte Stimmung. Voll geil. Geil. Kinder können hier ausprobieren, um Kreis zu fahren. Ich war schon zweimal auf Mittwoch hier, da gibt es auch Kinder-Speedway-Training. Gibt's auch. Das macht schnell. Kettendio. Mechaniker Tu, Michi. Ist das Ventil jetzt drin? Reifenwechsel mit kleinen Problemen. Nee, er ist nicht rausgekommen aus dem Tiefbett. Reifendruck machen, Junge. Gut, reicht doch nicht zur Fülle. Race-Format. Wir haben fünf Klassen, glaube ich, jetzt am Nachmittag. Wir fahren drei Vorläufe. Mit den drei Vorläufen platzieren wir uns fürs Finale. Also Platzierung fürs Finale. Und im Finale geht es, glaube ich, über acht Runden. Weiß gar nicht. Das hätte ich ja mal Hermann fragen können vorhin. Im Finale ist dann der entscheidende Lauf. Aber letztendlich können wir einfach Rennen fahren. Startampel zeigt Go, dann fahren wir ein paar Runden und dann hat der Sieger gewonnen. Aber am Ende gibt es ein Finale von 8 oder 12 Runden, müssen wir mal nachfragen. Wir fahren zwei Klassen, einmal die Hooligan-Klasse mit der Indian Scout, die viel zu groß ist. Und wir sind auf einer relativ kleinen Speedway-Strecke. Und ich fahre mit meiner umgebauten Motocross-Maschine in der Profi-Klasse. Also, viel Spaß und los geht's. Der Renntag! Aber der ist letztes Rennen halt auch nur drei Kurven gekommen. Also beeindruckend.
sehr gut. Macht Spaß auf Meer. Zwei Stadis von Platz 7 in der Hooligan-Klasse. Hooligan. Und Profiklasse, hier zwei Stadis von P6. Sehe ich auch so ums Gesicht rum. Alle haben so einen schwarzen Bart. Ist das Wohnmobil auf? Oder hast du? Nee, hab ich. Mal Onboard-Kamera holen, oder? Ja. Insta360X2. Onboard jetzt. Komm mit, zieh mit. So war das. Der Typ mit der Kamera, oh Mann! Hi, hallo! Sehr, sehr talentierter Sohn. Ups. Was? Hast du Sprit hier oder so? Ich meine, vor dem Auto. Dritter Vorlauf, jetzt wird's erst ernst. Ernst ist auch schon volljährig. Und im Endeffekt, das Finale zählt nur. Also das, was ich jetzt gerade gemacht habe, war nur Warm-up, Startaufstellung und Finale. Rambazamba aus der ersten Reihe geht's los. Geil, Digga. Aber hey, ganz ehrlich, mit der Indien macht's Saulaune heute. Bin ich gestern gar nicht zurechtgekommen. Mit der Platz 2 eingefahren. Wenn ich das so weitermachen kann, ist alles picobello geil. Aber konzentriert bleiben, ne? Und so eine Karre mal, ui, ui. Ein Highsider anfängt, ui. Schau, da ist er. Da, wink mal. Hallo.
nochmal 12 Runden jetzt. Gegen Weltmeister. Und die wässern jetzt frisch. Ich weiß gar nicht, wie es sich fährt, wenn es gewässert ist. Slippery, maybe? Maybe slippery? Holger, hat so Spaß gemacht. Zu wenig Druck, Mini. Klar, deswegen verliert man. Ich habe einmal Grip bekommen. Ich glaube, die Linie war richtig geil, aber dann habe ich Grip bekommen und dann war groß, nee, hier vorne. Großer Bogen und da hat er mich überholt. Ich darf nicht. Wollen wir da ein H-Kennzeichen? Bau bitte alle zurück auf Standard. Habe ich gemacht. Ja, reicht aus. Ich meine, so Weltmeister gegen Weltmeister zu verlieren, ist jetzt kein Plan. Doch. Du musst erstmal Rennen fahren. Nee, erstmal ein bisschen kontrollieren. Haben wir alles. Musst du nochmal rennen? Ja, ich hab das, da musst du nur die Adresse. Schick ich dir. Nee, nee. Wir fahren jetzt los. Also Sieger und dann gib mir noch ein paar auf rein. Ja? Geiler Typ. Sehr geil. Tschüss. Tschüss, Mutti. Darf ich dich auch mal drücken? Lange nicht, ja? Tschüss. Sehr gut. Kai Hase! Siegerehrung Nummer 1. Hooligan. Martin und Hermann, dass ihr alles gemütlich gemacht habt. Danke fürs Kommen. Thank you for coming. Mal 1, 2, 3! Digga, das war Flat Track Racing in Deutschland. Ich hoffe, ihr checkt's aus, weil ich find's richtig geil. Erster in der Hooligan, zweiter hinterm Weltmeister in der Profiklasse. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao. Yeah,